Liebe Freunde, wenn jemand eine Versammlung einberuft und leitet, dann muss er für sich selbst entscheiden, wie er sich positioniert, welche Teilnehmer willkommen sind, welche Inhalte willkommen sind und welche nicht. Das liegt in der Verantwortung des jeweiligen Versammlungsleiters. Halloween ist eine Kundgebung, die aus vielen verschiedenen Elementen besteht. Es gibt verschiedene Versammlungsleiter. Ich selbst bin der Generalkoordinator für alle Versammlungen gemeinsam. Außerdem bin ich Versammlungsleiter des Umzuges um die Wiener Ringstraße, der am 31.10. als Lichtermarsch für den Frieden in einer Zusammenfassung von mehreren vorausgegangenen Demos stattfindet. In beiden Funktionen möchte ich eine ganz klare Botschaft an euch herantragen. Halloween ist ein Maskenball für die Freiheit und am 1.11. ein konstruktiver Tag des friedlichen Wandels. Wir stehen für die Achtung, den Respekt und die Verantwortung für alles Leben. Sämtliche menschenverachtenden Ideologien und Aufrufe sind nicht willkommen, ebenso wie extremistische Handlungen oder Aktionen. Gewalt ist nicht willkommen, Aufrufe zu Gewalt sind nicht willkommen und jede Form von Diskriminierung oder Herabwürdigung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, religiösen Ansichten oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Meinungsgruppe, Gesundheitsgruppe oder wegen ihrer sexuellen Orientierung sind auch unwillkommen. Wir respektieren alle Menschen, wir stehen für Toleranz und für Solidarität, für Frieden, für Freiheit, für Wahrheit. Wir treten ein für Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Menschen. Und wer das nicht mittragen kann, der möge bitte an dieser Versammlung nicht teilnehmen. Wir haben das auch im Kooperationsgespräch mit der Wiener Polizei abgeklärt, ebenso wie in unseren konstruktiven Gesprächen mit den Organisatoren unserer Gegendemo. Und wir stehen alle auf dem gleichen Standpunkt. Extremisten, nein, danke.